beantworte Ihre Frage wie folgt. Mit der Firma Areal Invest, römisch 31, Grundstücksgesellschaft MBH, wurde im Rahmen der Beschaffungsmaßnahmen des Bundes ein Vertrag zur Lieferung von knapp 20 Millionen partikelfiltrierenden Halbmasken abgeschlossen. Zu weiteren vertraglichen Details gibt das Bundesministerium für Gesundheit keine Auskunft. Sie haben das Wort zur ersten Nachfrage. So. Ja, vielen Dank. Diese Antwort habe ich schon erwartet. Das Ministerium mauert da ja bekanntlich ziemlich. Das Ganze hat ja den Hintergrund, dass panisch nach dem Herunterspielen des Virus ja ein Aktionismus erfolgte seitens Herrn Spahn. Er hatte ja sich ein Etat verschafft von 1,2 Milliarden, welchen er dann in einem sogenannten Open-House-Verfahren eben ausgegeben hat, also quasi ohne formelle Ausschreibungen, wurden dort Angebote abgefragt, Angebote an sich herangetragen, hat man sich erlassen, zum Teil auf die eigene Handynummer, und dann eben hoppla die hopp mehr als das Dreifache ausgegeben, nee, mehr als das Fünffache ausgegeben, was man eigentlich als Etat hatte. Deswegen meine Frage, wie wurde mit diesem Überschussbestellung umgegangen? Und kann es nicht sein, wie in der Presse berichtet wurde, dass einige Lieferanten bezahlt wurden, unter anderem die genannte Firma, und andere vertröstet wurden und von EY dann mit Anwälten die Zahlungen aggressiv verweigert wurden? Zunächst einmal will ich auch hier eines wieder zurückweisen, wenn Sie sagen, es wurde panisch irgendwie agiert. Wir waren im letzten Frühjahr in einer extrem schwierigen Situation. Ich kann mich noch gut erinnern, als im März letzten Jahres die Krankenhäuser angerufen haben, die Pflegeeinrichtungen, die Ärzte, die Physiotherapeuten, die Logopäden, die Ergotherapeuten. Sie alle haben gesagt, wenn wir nicht schnell Masken bekommen, müssen wir den Betrieb einstellen. Das war die Situation im letzten Frühjahr. So, und dann hat das BMG, auch teils, obwohl wir originär gar nicht dafür zuständig waren, Masken beschafft. Und wir haben damit auch Verantwortung übernommen. Und man kann sich ja vielleicht wenigstens einmal kurz vorstellen, welche Debatten wir heute hier hätten, wenn wir in dieser Situation nicht gehandelt hätten. Und hätten uns hingestellt und hätten gesagt, wir sind ja gar nicht originär zuständig, es sollen doch andere machen oder die Bundesländer oder wer auch immer. Man kann sich ja mal überlegen, welche Debatte wir dann hätten. Das will ich einfach vorwegschicken. Und ansonsten bleibt es dabei, ich kann zu diesem konkreten Fall keine weiteren Auskünfte geben. Sie haben das Wort zur zweiten Nachfrage. Gut, dann frage ich abstrakt. Ist es zutreffend, dass das Budget überschritten wurde? Und ist es zutreffend, dass meiner Erkenntnis nach circa 80 Prozesse laufen von Lieferanten, denen einerseits gesagt wird, sie hätten fehlerhaft geliefert, andererseits keine Einsicht in die bereits akquirierte Ware gegeben wird, ob das denn stimmt? Und ob EY beauftragt wurde, der bekannte Anwaltsauftrag, bitte wimmelt mir die Ansprüche ab, so will ich das mal formulieren, dass EY zumindest hier einen Auftrag bekommen hat, hier Ansprüche zu minimieren, um dort Geld zu sparen. Und vielleicht noch diese genannte Immobilienfirma in Berlin. Warum wurde dann diese ausgezahlt? Ohne irgendeine Kritik wurden hier erhebliche Summen ausgezahlt. Kann Herr Spahn dann ausschließen, dass er das nicht getan hat, weil er ja selber Immobilienkäufer in erheblichem Umfang inzwischen in Berlin ist? Also hat er mit dieser Firma sonst keinen Kontakt gehabt? Ist ja auch meine Grundfrage gewesen. Die Firma EY wurde beauftragt im letzten Frühjahr, um uns zu unterstützen in diesen Fragen. Das ist korrekt. Die Zahl 80, dazu kann ich jetzt nichts sagen. Und auch zu diesen weiteren, es sind leider wieder Unterstellungen, kann ich nichts weiter ausführen. Zu einer Nachfrage hat der Abgeordnete Keuter das Wort.
Herr Staatssekretär, ich muss da noch mal sehr unangenehm nachfragen. Gerade das Open-House-Verfahren beschäftigt uns und Ihre Lieferanten auch. Liegen Ihnen E-Mails vor von Lieferanten im Open-House-Verfahren, die Ihnen im Vergabeverfahren, beziehungsweise in diesem Ausschreibeverfahren Open-House, bereits mitgeteilt haben, der Preis, den Sie aufrufen, ist viel zu hoch. Wir können deutlich günstiger beschaffen und daraufhin nicht von Ihrer Seite agiert worden ist. Und dieses Mauern, was Sie gegenüber dem Kollegen Peterka hier an den Tag legen, ist dem Deutschen Bundestag gegenüber unwürdig. Wenn Sie außerhalb von öffentlichen Vergabeverfahren hier Geld ausgeben, sind Sie irgendwo rechenschaftspflichtig. Und ich erwarte von Ihnen, dass Sie die Öffentlichkeit darüber informieren, welche Beträge Sie hier wofür und zu welchen Preisen ausgegeben haben. Dann noch eine Nachfrage zu EY. Ist es richtig, dass Sie roundabout, also mehrere Millionen ausgeben haben, ganz genau 109.000 Euro pro Lieferant im Open-House-Verfahren, um diese Forderungen abzuwehren? Und die Chefanwältin, die damit befasst ist, können Sie sich da vorstellen, dass die gegenüber Kollegen und auch ihr nahestehenden Personen geäußert haben soll? Diese Erklärung liegt mir jedenfalls vor. Wir haben gar nicht vor, zu bezahlen. Die Frage des Kollegen Peterka zielte ja auf die Direktbeschaffungsmaßnahmen. Sie sprechen jetzt das Open-House-Verfahren an. Es gab ja verschiedene Wege, wie damals Masken beschafft wurden. Der eine Weg war die Direktbeschaffung. Das war ja Gegenstand Ihrer ursprünglichen Frage. Dann gab es dieses Open-House-Verfahren, was ein anderes Verfahren war. Da gab es standardisierte Bedingungen. Und jedes Unternehmen, das bereit war und willens war, zu einem Stichtag X, zu einem definierten Preis, maximalen Preis zu liefern, eine bestimmte Menge, hat einen Zuschlag bekommen. Das war im Kern dieses Open-House-Verfahren. Und das, weil Sie ja jetzt fragen, ob der Preis irgendwie zu hoch war im Open-House-Verfahren oder zu niedrig, wie auch immer, es gab zunächst einmal viel mehr Interessenten im Zuge des Open-House-Verfahrens zum Zuge zu kommen, als dann tatsächlich geliefert haben, was ja in gewisser Weise zeigt, dass es nicht so ganz einfach war, die Bedingungen zu erfüllen. Umgekehrt gab es durchaus viele Lieferungen infolge des Open-House-Verfahrens. Die nächste Nachfrage stellt der Abgeordnete Kraft. Sie haben festgestellt, richtigerweise, dass eine Notlage letztes Jahr da war, dass es einen absoluten Mangel an Masken gibt. Aber ich möchte Sie jetzt fragen, ob denn diese Notlage, dieser komplette Mangel an Masken nicht eigentlich durch das Verhalten des BMG verursacht ist. Weil wenn Ihr Gesundheitsminister in der Oldenburger Online-Zeitung vom 30. Januar 2020 zitiert wird, Zitat, Mundschutz ist nicht notwendig, weil der Virus gar nicht über den Atem übertragbar ist. Zitat Ende. Dann muss ich doch sagen, hier ist eine absolute Verharmlosung der Situation durch das BMG erfolgt. Und den Mangel, der dann zwei Monate später, richtigerweise, wie Sie gesagt haben, eingetreten ist, ist doch auch auf diese Fehleinschätzung des BMG zurückzuführen. Also muss ich es fragen, hat das BMG nicht einen signifikanten Anteil an der von Ihnen beschriebenen Notfallsituation gehabt? Mir liegt jetzt weder dieser Artikel vor, den Sie zitieren, noch kenne ich diesen Artikel. Aber ich finde es schon interessant, dass ausgerechnet Sie als Vertreter Ihrer Fraktion irgendwie dieses Thema Maskentragen hier thematisieren, nach den Beschlüssen, die Sie am Wochenende getroffen haben. Also das irritiert mich jetzt schon ein wenig.